Hi Leute, wir sind's wieder von Agile Reviews. Heute haben wir wieder was Leckeres für euch am Start. Spinat. Das Ganze von Awaha. Nein, Spaß, das ist Minze. Wieso Spinat, werdet ihr gleich noch sehen. Ja, neuer Tabak, der zum Anfeuchten, habe ich 3 Tage stehen gelassen. Und ja, Marvin zeigt euch jetzt den Schnitt und den Preis. Ja, also ich zeige euch erst den Preis. Also 200 Gramm kosten nämlich 13,50 €. Dann zum Schnitt. Sehr fein. Moment. Leicht grob, ne? Ja. Mittel ist der, finde ich. Ja, kann man kaum erkennen. Wir blenden euch einfach nachher ein Bild vom Schnitt ein. Genau. Das ist jetzt schwer zu erkennen. Wie gesagt, Spinat. Das Ganze sieht auch wie Spinat aus, also übelst grün. Ja, wir rauchen das Ganze im Hotshot RT mit dem Phoenix. Der El Nefes Pasha. Und dem Silikonschlauch und einem THS. Glasmundstück, keine Ahnung, wie das heißt, habe ich mir auf dem Shisha-Treffen geholt, also freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma. Und ja, wie riecht das Ganze? Also ich fange mal an. Also man merkt schon, das Menthol, das sticht schon in den Augen. Also das ist sehr extrem. Also es ist echt eine Pfefferminze, die man riecht. Und ist sehr intensiv, also es ist echt... Ja, also die Pfefferminze, die ist auf jeden Fall da. Und Menthol auch. Was sagst du? Ja, wie Marvin schon sagt, wenn man das Ganze vor den Augen hält, dann spürt man diese krasse Mentholnote in den Augen. Vom Geruch her finde ich das so eine Pfefferminze, wie man Pfefferminztee, wenn man den halt mit heißem Wasser aufgießt. Und so wie das Ganze riecht, so riecht dieser Tabak mit der Mentholnote noch dabei. Ziemlich lecker, ziemlich frisch. Ja, also Mix aus Pfefferminze und Menthol. Und ja, was sagt der Geschmack? Also Geschmack ist auf jeden Fall eine leichte Pfefferminze. Menthol ist auf jeden Fall da, also ein sehr frischer Tabak. Kann ich nur gut empfehlen als Sommertabak. Das auf jeden Fall, also das gefällt mir auch sehr. Ja, Rauchentwicklung, seht ihr auch, ist sehr gut. Ja, und was sagst du? Mal. Also das ist mega, die Rauchentwicklung. Das sieht man jetzt nicht wegen der weißen Wand. Aber das könnt ihr mir glauben, warte, ich komme mal ein bisschen weiter nach vorne. Also vom Rauch kann man, wie gesagt, nicht meckern. Ist perfekt. Ja, das Ganze wurde angemischt mit Awaha Mint Grundtabak und der passende Molasse dazu. Gibt es in zig verschiedenen Shops. Vom Geschmack her finde ich. Ist ganz klar die Pfefferminznote. Also die schmeckt man ganz klar raus. Und dann hier hinten im Rachen wird es einfach total kühl. Am Anfang mehr. Je länger ihr den Kopf raucht, desto weniger wird das, aber die Frische, die bleibt durchgehend erhalten, meiner Meinung nach. Ich habe den jetzt schon öfter geraucht und auch eine ganze Stunde lang, und da kann man wirklich sagen, die Frische ist durchgehend da, die Pfefferminze geht zum Schluss leicht weg, so gegen Ende des Kopfes. Und ja, ich würde sagen, das war's, ne? Punkte würde ich dem Tabak 9 Punkte geben, allein schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Der qualmt sehr gut. Schmeckt sehr gut auch. Ja, was hast du? Oh, Handy. Ja, also ich würde den Tabak auch 9 von 10 Punkten geben. Einfach, weil ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ihr bezahlt knapp 19 € für 450 Gramm circa. Ist wunderbar. Ich finde das von der Intensivität her auch sehr gut. Ja, der Geschmack gefällt mir total. Ich mag diese süßen Minzen nicht so gerne, die einfach nur ganz süß sind, so diese, wie vom Mizo zum Beispiel. Da finde ich den schon besser, auch wegen der Mentholnote. Mhm. Und ja, top Tabak, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kaufempfehlung geht raus. Ich würde sagen, das war's und bis zum nächsten Mal.
Ciao, euer AGLA-Reviewer.